Midnight. Hi, ich heiße Tobi und zeige dir heute, wie leicht man Windows verbessern kann, nämlich mit dem Tool Veniro Tweaker. Wie der Name schon anmuten lässt, ist das Ganze ein Tweaker, zu Deutsch ein Frisierer. Das Tool ist von Sergey Tkachenko und hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen und ist kompatibel für Windows 7, 8, 8.1 und Windows 10. Das Ganze ist erhältlich auf venero.com. Auch findet man in der Beschreibung von Cyberlab Media. Was kann man damit machen, fragt ihr euch? Ganz einfach, damit lässt sich das Aussehen von Windows, das Booten und Laden, Netzwerkeinstellungen, On-Optionen, Dateitypen und Benutzer-Accounts-Einstellungen kurz, bietet richtig viele Optionen ohne irgendwelchen Schnickschnack, Werbung, Keylogger und Co. Und keine Sorge, das wird kein 32-Minuten-Video, ich stelle euch Windows richtig ein. Ich stelle nur das Tool an sich vor und ein paar nützliche und bereichernde Optionen vor. Denn die meisten benutzen ihre eigenen bevorzugten Einstellungen, also oder nicht, ne? Jetzt aber mal zurück zum Thema. Wir haben genug gebrasselt, also lasst uns starten. Ihr öffnet euren Browser, geht oben in die URL-Leiste, fügt diese folgende Adresse ein, venero.com, dann öffnet sich diese Seite, ihr geht runter auf Venero Tweaker, dann öffnet sich noch eine Seite, ihr geht runter und klickt auf die aktuellste Version, die es momentan zur Verfügung steht. Momentan ist die 0.5.0.6 zur Verfügung. Oho, wer hätte das gedacht, es öffnet sich noch eine Seite. Ist kein Problem. Hier wird das alles nochmal erklärt. Könnt ihr euch durchlesen. Und wenn ihr Probleme habt, ich glaube, die Seite hat darauf auch ein paar Lösungen. Könnt ihr euch alles, wie gesagt, durchlesen. Ich scroll mal so langsam runter. Hier wird das halt nochmal alles erklärt, was alles möglich ist. Boot, Lock-on und alles möglich. Dann klicken wir unten auf Nein. Da waren wir schon drauf. Und klicken wir auf Veniro Tweaker. Oh nein! Wer hätte das gedacht? Es öffnet sich noch eine Seite. Kein Problem. Hier wird das Tool an sich nochmal erklärt. Wir gehen runter. Nein, nicht auf Donaten. Wir gehen auf Download Veniro Tweaker. Die ZIP-Datei wird gedownloadet. Danach öffnet ihr euren Download-Ordner, macht einen Rechtsklick drauf, geht auf Entpacken nach Veniro bla bla pipapo. Dann wird dieser Ordner erstellt. Aber bevor wir das Ganze jetzt starten, machen wir noch einen kleinen Service von Cyberlab Media und klicken auf Send to Virus Total. Dann öffnet sich diese Seite. Ich habe diese Datei eingescannt. Wie ihr sehen könnt, die Datei ist absolut clean, sauber, noch nicht mal eine Erkennung und hat sogar eine gute Bewertung. Aber zurück zum Thema. Wir klicken auf den Ordner. Dann öffnet sich dieser Ordner. Wir machen Rechtsklick auf die Datei als Administrator ausführen. Dann öffnet sich dieses Programm, Veniro Tweaker, und man kann richtig viele Sachen einstellen. Font Design, Aero, man kann Ariro Light einschalten, Kostüm Designs machen, Dark Color Themen und Icons einstellen. Icons, das ist jetzt zum Beispiel für den Hintergrund, wie viel Abstand die Icons haben. Also ich finde zum Beispiel bei Windows 10 sind die Icons Abstände viel zu hoch. Unter anderem lässt sich noch viel mehr einstellen von den Scrollbars, wie breit, wie hoch, wie groß sie sind, von Systemfontdateien, Statusbarfont und Windows Borders, lässt sich alles einstellen, wie ihr wollt. Wenn ihr ein gewisses Grundwissen habt, werdet ihr damit auch keine Probleme haben. Und hier unten ist das Ganze nochmal beschrieben. Jetzt aber mal zurück. Ich scroll mal runter bis zu meinen Optionen. Genau, die Options ist auch noch interessant. Die Wallpaper-Qualität ist nämlich immer auf 90 gesetzt. Wenn ihr gute Qualität haben wollt, schaltet das auf 100. Kostet zwar mehr Leistung, aber die paar MBs, mehr oder weniger, die werden auch nicht helfen. So, dann gehen wir mal weiter runter. So, die nächste Option. Das ist
Mega interessant. Ihr könnt direkt die Leiste bearbeiten und unter dieser PC werden dann noch weitere Ordner angezeigt. Ist ziemlich praktisch. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, was auch noch interessant ist, ist unten einmal die Einstellung für die Windows-Apps, die man deaktivieren kann. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, Kommentare, Likes, alles zusammen. Gott, erhöre mich und sei bei mir. Haust du rein, Junge. Ich bin weg vom Fenster und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und meine Ente Donut auch. Spider-Schwein, Spider-Schwein, er macht das, was ein Spider-Schwein kann. Gib acht, er ist ein Spider-Schwein.